Wow, was für ein Intro. Ich bin Fabian und in diesem Video gucken wir uns dieses Teil hier an. Erstmal die erste Frage, ist es ein Mischpult? Nein. Sieht es aus wie ein Mischpult und hat Mischpulttechnik drin? Ja. So, was ist es denn nun? Es ist ein sogenannter Make-Kit von der Firma Makehouse und von der habe ich es auch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um dieses Video für euch zu machen. Meine Meinung und meine Worte sind natürlich meine Worte. So, nachdem wir das hier gesagt haben, was haben wir denn hier? Der sogenannte Make-Kit besteht aus mehreren Teils. Man kann das im Prinzip, ich habe mir das so zusammengereimt wie Lego für Erwachsene. Man kann diese Dinger einzeln kaufen und kann die sich zusammen konfigurieren, so wie man braucht. Also hier sind ja drei verschiedene, die gucken wir uns gleich auch noch im Detail an. Man kann die größer haben, man kann die, also noch kleiner geht glaube ich nicht, aber man kann größer haben, man kann mehr davon haben, man kann so lang mehr haben, man kann so lang mehr haben. Es gibt andere Gehäuseformen, das ist die Wedge-Form, die wird nach vorne hin schmaler. Dann gibt es eher so eine Kastenform noch, dann gibt es breitere Kästen, tiefere Kästen und so kann man sich sein Gerät selbst zusammenstellen. Ich habe dieses Gerät schon fertig zusammengebaut bekommen, aber normalerweise kauft man die Einzelkomponenten und kann selbst zusammenstellen, wie man es möchte. Man kann eben zum Beispiel hier die Reihenfolge tauschen oder wenn es eben größer ist, auch links und rechts und alles ist variabel. Dann gibt es zwei Varianten. Entweder hat man so wie hier USB hinten dran und muss es an einen Computer anschließen, oder man kann direkt einen Raspberry Pi hier unten mit drin haben. Da ist nicht in jeder Gehäuseform für Platz, aber wenn Platz ist, kann man den Raspberry Pi direkt drin haben und der kann dann die Eingaben verarbeiten. Die verschiedenen Abschnitte auf diesem Make-Kit gucken wir uns jetzt mal genauer an. Die Firma nennt die Tiles und hier oben sind Encoder. Die haben die Funktion, dass man die logischerweise drehen kann. Ich habe gezählt ungefähr 24 Klicks pro Umdrehung. Und darüber hinaus können die detektieren, wenn man das Drehrädchen nur berührt. Also man muss gar nicht drehen oder klicken. Ein Berühren kann auch detektiert werden und damit kann man eben auch schon irgendeine Art von Event oder Verarbeitung auslösen. Und letztlich kann man ihn auch klicken. Wir sehen später noch, dass eben diese Encoder und das Klicken und das geklickt halten auch immer eine Zeitspanne mitliefert, wie lange es berührt oder geklickt wurde. Die gibt es hier mit Stufen schrittweise klicken. Es gibt die aber auch in frei drehbar. Als nächstes habe ich hier Motorfader und das finde ich besonders cool. Die kann man eben nicht nur schieben, sondern man kann die auch schieben lassen. Wenn ich zum Beispiel, ich habe das so programmiert, mal hier drücken und dann fahren die eben genau in die Richtung oder in die Position, die ich da hinterlegt habe. Genauso wie schon die Encoder können auch die Motorfader detektieren, wenn sie berührt werden und wenn sie berührt werden und man drückt eine Taste, dann fahren die eben nicht. Also man muss nicht aktiv kräftig dagegen arbeiten, sondern so wie der berührt wird, fährt er einfach nicht. Die dritte Art von Teils sind Buttons. Die Buttons sind so aus einem lichtdurchlässigen Gummi, sind nicht leitend, können deshalb leider nicht detektieren, wenn man sie nur berührt, aber dafür können sie leuchten. Und natürlich in RGB, wie man hier auch sehen kann. Man kann jede Button einzeln programmieren und es gibt sogar einen Blinkeffekt, wo man nachträglich nur einmal das Signal schickt zum Blinken und wie lange und welche Farbe und dann blinkt der und nimmt danach wieder die ursprüngliche Farbe an. Habe ich jetzt hier nicht programmiert. Und natürlich kann man detektieren, wenn sie gedrückt werden. So, was habe ich testweise hier programmiert, wer es noch nicht gesehen hat? Ich habe ja hier das Licht von WLED aus einem der letzten Videos drunter gemacht, eine RGB-Leiste. Und ich habe mir bei den Motorfadern hier die Helligkeit hingelegt. Und hier habe ich RGB als Einzelwerte. Und wenn ich jetzt hier die Farben reduziere, dann kann man sich ganz genau, ganz exakt einstellen, wie man diese Farbe hier haben möchte. Und als Presets habe ich mir hier auch die einzelnen Farben hingelegt und kann die eben anklicken. Die Farbe ändert sich hier und die Motorfader fahren auch in die richtige Position. Ich habe ja diese Lichtleiste hier über WLED in Home Assistant integriert und betreibe das über mein Smart Home darüber und
habe ja hier auch ein Webinterface von Home Assistant und kann die Farbe einstellen. Und wie man jetzt sieht, ändert sich nicht nur die tatsächliche Farbe der Leiste, sondern auch die Position der Fader. Das habe ich natürlich so programmiert. So, und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie dieses Gerät in eine MQTT-Installation integriert werden kann, sodass man eben die Tastendrücke und Bewegungen alles auslesen kann und gleichzeitig eben auch das Gerät steuern kann, eben die Positionen und die Farben hier. So, ich bin hier auf der Webseite von MakeHouse und hier kann man sich darüber informieren, natürlich sein Gerät auch kaufen und viel erfahren. Auf jeden Fall, ich möchte einbinden, denn ich möchte es ja jetzt zum Laufen bekommen. Hier gibt es auch nochmal Hinweise, wie man es zusammenbauen soll, wenn man die Teils als Bausatz bekommen hat. Und dass natürlich es auf einem Raspberry Pi oder auf einem normalen PC läuft. Bei mir ist es der normale PC und dafür brauche ich jetzt diesen Tiles-Hub. Den Tiles-Hub findet man im Developer-Wiki. Und dort gibt es hier als drittes Setting up your MakeHouse. Und dann gibt es hier The Tiles Hub als Link. Und hier gibt es als Unterpunkte die Betriebssysteme Windows, macOS, Linux und so weiter. Ich benutze Windows, springe direkt zu Download und hier ist der Link, um den Tiles Hub runterzuladen. So, ich habe das hier schon mal vorbereitet, das entpacke ich natürlich. Dann gibt es hier im Unterordner App Config, die Globals Config. Die muss man im Editor seiner Wahl bearbeiten. Hier gibt es wichtige Einstellungen. Ich möchte ja über MQTT mit meinem MakeKit kommunizieren. Das muss man hier separat anschalten. Und dann muss man hier seinen MQTT-Server eintragen, den du natürlich hoffentlich schon hast. So, und dann muss man den COM-Port hier noch eintragen, wo das Gerät überhaupt angeschlossen wurde. Nachdem man es angeschlossen hat und angeschaltet hat, kann man in PowerShell einfach Mode schreiben und dann sieht man hier, dass es sich um COM3 handelt, wo das Gerät hängt. Dementsprechend ist COM3 hier bei mir schon mal richtig. So, das speichere ich. Dann gehe ich zurück. Hier muss man wieder in den Ordner Tiles Hub nach oben und hier gibt es eine Tileshub.exe. Startet man, gibt hier so ein paar Ausgaben und das war's. Genau, so und jetzt habe ich hier den MQTT Explorer. Hier verbinde ich mich auch mit meinem MQTT Server, der heißt Smart Home. So und jetzt gibt es hier schon mal einen Discovery-Eintrag und hier steht schon mal so ein bisschen, was es für ein Gerät jetzt gefunden wurde. Und ich werde jetzt diesen Encoder einmal berühren, dann wieder zurück. Und so wie ich ihn berührt habe, sieht man, hier ist ein Eintrag dazugekommen. Ich habe das ein 8-fach-Encoder, würde ich sagen, mit 8 Buttons, weiß nicht genau. Davon ist es wiederum Gerät 0, ist nochmal Encoder hier. Und ich habe den vierten Button, also berührt, den vierten Encoder. Und hier gibt es Touched und Untouched und ich berühre ihn jetzt nochmal. Dann leuchtet der hier kurz auf und wenn ich loslasse, leuchtet der hier auf. Es gibt also eine MQTT-Nachricht, wenn ich berühre und wenn ich wieder loslasse. Und man sieht auch diese 2506, die hier steht. Ich habe 2506 Millisekunden gerade den Button festgehalten. Ich tippe noch mal einmal ganz kurz an. Jetzt waren es nur 155. So, jetzt klicke ich tatsächlich mal. Jetzt kommt hier noch mal Button dazu. Wieder denselben, den ich gemacht habe. Ich habe ihn gedrückt. Und ich habe ihn wieder losgelassen und zwischendurch habe ich ihn 154 Millisekunden gedrückt. Ich drücke ihn jetzt mal länger. Jetzt ist der hier wieder aufgeleuchtet. Man hat auch gesehen, dass Touch vorher geleuchtet hat. Ich habe ihn natürlich berührt, um ihn zu drücken. Jetzt loslasse. Habe ich ihn released. Der blinkt 7500 Millisekunden und ich habe einen Ticken später anscheinend erst ihn noch losgelassen mit 7900 Millisekunden. Und so kann man sich auf jeden Fall hier alles rausfinden, welche Topics dieses Gerät sendet. Ich kann jetzt zum Beispiel mal an einem Slider schieben. Fader heißen die, genau. Ich habe den Nullten genommen, es ist ein Motorfader. Wieder Null. So, dann kann ich den berühren. Also wenn ich ihn berühre und wenn ich ihn wieder loslasse,
und ich sehe hier auch die Position. Man kann sich übrigens auch im MQTT Explorer, wenn man hier den anklickt, kann man hier den Wert nehmen und auch nochmal anklicken. Und jetzt sieht man hier den Graph über die Zeit. Ich ziehe jetzt nach unten, ich ziehe wieder hoch und man sieht sehr schön, wie ich die Position des Sliders hier im Prinzip wieder abbilde. So, dann klappe ich die beiden hier einmal zu und ich drücke jetzt nochmal einen Button. Genau, das ist ein RGB-Button. Wieder den Nullten gedrückt. Ich kann einen anderen drücken. So. Oh, es ist das nullte Gerät und da bei Button habe ich jetzt Button 0 und 6 schon mal gedrückt. Hier nochmal einen anderen Button. So, dann kommt hier einer dazu. Hier hat man wieder pressed und released. Ich halte nochmal länger. So. Im Prinzip immer das gleiche Muster. Man weiß oder man kann über die Nachrichten erkennen, wann wurde es gedrückt und wann wurde es losgelassen und wie lange wurde festgehalten. So, dann steuern wir auch nochmal. Dafür muss man einmal hier ein bisschen reingucken. Und zwar im Developer-Wiki. Ich gehe nochmal auf die Main-Page. Da gibt es Using MQTT. Dann gibt es hier die MQTT-Reference. Hier findet man auch alles, was wir eben sozusagen über den MQTT-Explorer ein bisschen ausprobiert haben, findet man hier nochmal. So, und dann versuchen wir mal, ein Update zu senden an den Motorfader. Ist auch relativ einfach, weil das Kommando heißt Update und er sendet sonst bei Updated. Gehe ich also in den MQTT Explorer zurück, der ist zum Ausprobieren echt gut. Nehme also den Fader, die nullte Fader-Einheit, dort den Motorfader, wiederum den nullten. Der hatte zuletzt Updated 193 gemeldet. 193 ist also fast unten. So, und wenn man jetzt hier guckt, er kopiert, solange man nichts geändert hat, hier immer auch direkt das Topic wieder rein. Und jetzt gehe ich hier am Ende ins Topic und mache aus Updated nur noch Update. Und ich schicke ihm eine 40.000. Der Wertebereich geht ja bis 65.000. Ich würde also erwarten, dass er ungefähr so auf die Position von 2/3 fährt. Dann schalte ich jetzt auf die Kamera zurück und klicke dann hier auf Update. Quatsch, auf Publish klicke ich natürlich. Zack, und da ist er hochgefahren. So, zum Abschluss möchte ich bei den RGB-Buttons nochmal eine Farbe setzen. Dafür bin ich hier bei der RGB-Einheit Nummer 0 und Button. Da muss man aber auch erst nochmal nachgucken. Das Kommando, was ich schicken will, heißt Color. Das steht im Wiki drin. Die Farbe ist ein bisschen schwierig zu ermitteln. Da muss man den Hexadezimalwert in Dezimal umrechnen. Und dann kommt die Zahl daraus. Kann man zum Beispiel mit dem Windows-Taschenrechner machen. So, und dann muss ich in RGB-Button 0 und dann RGB-LED, RGB-LED und dann die Nummer machen. Und dann Color. Das machen wir mal. Ich leihe mir den einfach mal hier den Pfad aus. So. Und statt Button möchte ich die RGB-LED ansprechen. Die Nummer 2 ist die richtig und Color steht schon da. Und hier habe ich meine vorbereitete Nummer. Und jetzt wechsle ich einmal zur Ansicht, drücke auf Publish und da leuchtet es rot. Dann gucken wir mal jetzt, was der kleine Chef noch dazu zu sagen hat. Oha! Oha! Geil! Oha! Mach mal rot. Drückst du einmal auf rot. Drückst du einmal auf die rote Taste. Und wo ist die grüne Taste? Da! Genau. Rot. 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 Winke, winke. Mann? Mann? Oh. Oh. Papa. Simon. Tschüss. Tschüss. Mann? Nee. Jetzt geht's zum Essen. Ja! Ja!